Die WSG Tirol empfängt den SK Rapid zum Hinspiel im Playoff-Finale. Um einen internationalen Startplatz. In den Tagen vor dem Spiel gab es Aufregung, nachdem sich einige Rapid-Spieler nicht bereit fühlten für die letzten beiden Partien in dieser Saison. Davon ist in der Anfangsphase am Tivoli aber nichts zu bemerken. Die Wiener starten perfekt rein, erarbeiten sich gleich mehrere gute Möglichkeiten und gehen schon in Minute 10 nach einer schnellen Umschaltsituation durch. Marco Grüll mit 1:0 in Front. 9. Saisontor für Grüll, Feldhofer und Co. bejubeln eine frühe Führung. Entscheidend in der Entstehung ist der Ballgewinn von Ljubicic gegen Koch. Dann behält der Rapid-Mittelfeldspieler die Übersicht, findet den freien Grüll. In der Folge gibt es dann nichts zu halten für Ferdi Oswald im Tor der Wattener. Und es kommt noch besser für die Rapidler. Jonas Auer erkämpft sich den Ball gegen Bror Blume und zieht dann unwiderstehlich los. 2:0 in Minute 13. Ein guter Zeitpunkt für das erste Bundesliga-Tor von Auer. Die WSG kassiert bereits die Tore 60 und 61 in dieser Saison. Da passt alles zusammen. Aus Rapid-Sicht. Auer antizipiert zuerst gut. Blume legt sich den Ball zu weit vor und dann startet Auer wild entschlossen ein Solo und bringt den Abschluss unhaltbar für Oswald ganz genau im langen Eck unter. Feldhofer, dem der Druck anzumerken ist, mit einem herzhaften Yes. Und der sehr aktive Auer, wie zuletzt als linker Flügel aufgeboten, ist auch am nächsten vielversprechenden Angriff der Gäste beteiligt. Zimmermann verpasst die Flanke von Auer, nur hauchzart. Wieder sieht die Defensive der Tiroler gar nicht gut aus. Ist viel zu weit weg von den Gegenspielern. Zimmermann sollte diesen Ball aufs Tor bringen. Rapid schnuppert in Minute 22 an einem 3-Tore-Vorsprung. Silberberger ganz und gar nicht amused. Wenig später melden sich die Tiroler dann aber mit ihrer ersten gefährlichen Offensivaktion eindrucksvoll im Spiel zurück. Die 27. Minute nach starker Spielverlagerung von Blume findet Gian Rogel viel Raum vor. Der Slowene sucht Giacomo Vrioni und schon steht es nur noch 1:2. 19. Saisontreffer für den Juve-Leihspieler. Rioni zieht in der Torschützenliste mit Karim Adeyemi gleich. Die Hoffnung auf ein Comeback im Spiel ist auch auf den Rängen spürbar. Diesmal die Rapid-Abwehr nicht aufmerksam genug. Die Zuordnung stimmt in dieser Szene nicht. Rechtsverteidiger Pascal Fallmann muss bei seinem Startelfdebüt in den Zweikampf gegen Rioni. Der setzt sich durch und weiß genau, wo das Tor steht. Feine Vorarbeit auch von Rogel. Gartler im Tor der Hütteldorfer. Chancenlos. Nach dem Anschlusstreffer können die Tiroler das Spiel dann ausgeglichener gestalten. Der nächste Aufreger spielt sich aber erneut im Strafraum der WSG ab. Grüll kommt nach diesem Zweikampf gegen Oswald zu Fall, fordert wie auch Feldhofer einen Strafstoß, aber den gibt's nicht. Grüll startet aus abseitsverdächtiger Position, lässt dann den Ball bewusst an Oswald vorbeilaufen und wird vom WSG-Captain definitiv von den Beinen geholt. Auch der VAR Alain Kiers schließt sich der mehr als umstrittenen Meinung von Schiedsrichter Gieshammer an. Die Spielfortsetzung erfolgt mit einem Abstoß. Der Referee in dieser Phase plötzlich viel beschäftigt. Gieshammer bewertet dieses Handspiel von Behonek als nicht strafbar, grenzwertig, aber nachvollziehbar. Auf der anderen Seite liegt Gieshammer dann aber definitiv noch einmal falsch. Der bereits gelbverwarnte Hofmann trifft den durchbrechenden Vrioni am Fuß. Gieshammer lässt weiterlaufen. Hofmann hätte da gelb-rot sehen müssen, weil er eben nicht den Ball spielt, sondern den Gegner zu Fall bringt. Wenig später verletzt sich der Rapid-Kapitän dann schwer. Wird vom herauskommenden Gartler mit dem Knie im Gesicht getroffen und kann nicht weitermachen. Die erste Diagnose lautet Jochbeinbruch. Unglückliche Szene, gute Besserung an den Rapid-Innenverteidiger. Für ihn kommt wenig später Querfeld ins Spiel. Kurz vor der Pause einer ereignisreichen ersten Hälfte dann nochmal die Tiroler im Vorwärtsgang. Gian Rogel nach der Flanke von Schulz mit der Möglichkeit. Aber Paul Gartler rettet gegen den Slowenen, der sich zuvor
energisch durchsetzen kann. WSG-Coach Thomas Sieberberger sieht nach einer wackeligen Anfangsphase eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft. Und auch die erste Szene nach dem Seitenwechsel wird dem WSG-Coach gefallen haben. Nach dem Ballverlust von Aiwu hat Vioni diese Idee. Der Heber aus der eigenen Hälfte bringt Gartler ins Schwitzen, verfehlt das Tor. Letztlich aber knapp. Durchschnaufen beim Rapid-Goalie ist angesagt. In der Folge fehlt an beiden Teams der letzte Nachdruck. Rapid verlegt sich aufs Konter und der eingewechselte Kitagawa verpasst aber in Minute 78 den richtigen Zeitpunkt für eine Hereingabe ins Zentrum. In der Schlussphase dann fast ausschließlich die Standards, die für Gefahr sorgen. Auer mit der Freistoßflanke auf Querfeld. Und auch die Tiroler probieren es nochmal mit einer Eckball-Variante. Joker-Team Pritzer versucht es direkt. Gartler muss sich mit einer Faustabwehr behelfen. Der letzte Höhepunkt der Partie leuchtet dann in Gelb-Rot. Der bereits vorbelastete Kofi Schulz hält Fallmann zurück. Gieshammer entscheidet sich in Minute 89 für die Ampelkarte. Damit fehlt der Linksverteidiger der WSG im Rückspiel. Schulz hatte bereits in der Anfangsphase für eine harte Attacke gegen Fallmann gelb gesehen. Am Ende setzt sich Rapid bei der WSG Tirol aufgrund einer aktiven ersten Hälfte verdient mit 2:1 durch. Die endgültige Entscheidung im Kampf um Europa, die fällt am Sonntag im Allianzstadion.